Heute geht es um dieses Produkt. Los geht's. Mal kurz ausgepackt, kriegen wir das LED-Panel direkt erstmal in die Hand geschmissen. Das hier ist die Packung, die können wir auch gleich zur Seite legen, wie ihr seht. Zu der komme ich gleich. Grundsätzlich gibt es nicht viel zum Licht zu sagen. Es ist aus einem sehr wertigen Metall gebaut. Und wird auch festhalten. Wir haben zwei Drehnops da an der Seite. Ich weiß nicht, wie die heißen. Auf der Rückseite haben wir Platz für zwei Sony MPF-Akkus, einen 12-Volt-Anschluss, falls man das nicht über Batterien laufen lassen will, und einen Switcher, wenn man das so nennen kann, zwischen Batterien, Kabel und aus. Also 1 ist Batterien, 2 ist Kabel und 0 ist aus. Dann haben wir zwei Einstellregler, und zwar einmal für den Gelbton und einmal für den Weißton. Das heißt, ihr stellt nicht die Helligkeit im Insgesamten ein, sondern ihr stellt die Helligkeit der weißen LEDs ein und die Helligkeit für die gelben LEDs. Denn das ist ein bikolares Lichtpanel, also LED-Panel. Das heißt, ihr könnt zwischen 3200 und 5600 Kelvin einstellen. Es hat 40 Volt. Ist damit auf dem Papier 20 Volt schwächer als das Godox SL60W, aber ich blende auf jeden Fall was ein. Es ist von der Helligkeit deutlich schwächer. Und das liegt eben an zwei Faktoren. Und dazu kommen wir jetzt. Denn wir haben hier die Barn Doors, die wir aufklappen können, die sich sehr schön zusammenfalten lassen in diesem Mechanismus. Das heißt, ich hoffe, ihr könnt das sehen. So können wir sie auffalten und dann guckt uns erstmal eine Diffuser-Schicht entgegen, die wir natürlich rausnehmen können. Diese Diffuser-Schicht ist, wer hat's gedacht, um das Licht ein wenig abzuschwächen und vor allem um zu verhindern, dass durch die kleinen vielen LED-Punkte, insgesamt 660 LEDs, mehrere Schatten entstehen, sondern einfach nur ein Schatten, wie bei einem COB-Light. Wenn ihr das Diffuser-Panel rausnehmen wollt, dann habt ihr an der Seite so Schalter, würde ich sagen, die ihr drücken könnt, und dann könnt ihr die Scheibe ganz einfach rausschieben. Aber dafür ist wichtig, dass diese Einstellknobs hier auch die Möglichkeit zu bieten, das dran zu vorbei zu sliden. Gleichzeitig, ich vergleiche das jetzt ein paar Mal mit dem GVM-Licht, was ich auch einmal auf meinem Kanal reviewed habe. Das heißt, guckt in die Beschreibung, wenn euch das Licht interessiert. Es ist um einiges heller, aber dafür auch schwerer. Mehr dazu im eigenen Review unten in der Beschreibung. Da wird die Diffuser-Schicht, die natürlich auch mitgeliefert wird, von oben eingeschoben statt von der Seite. Das heißt, da stören diese Einstellräder sowieso nicht. Das legen wir jetzt erstmal zur Seite. Jetzt haben wir hier die einzelnen 660 LEDs, die das Licht produzieren. Wer hat's gedacht? So, hier haben wir jetzt die einzelnen 660 LEDs. Das sind eher altmodische LEDs, die über so relativ stabile Glaskuppen geschützt sind. Aber das Problem ist, dass die halt total offen stehen. Das heißt, da, wenn das mal runterfällt auf einen Stein oder irgendetwas dagegen prallt, können die ganz leicht kaputt gehen. Deswegen würde ich rundum gar nicht diese Diffuser-Schicht wegnehmen. Einmal, um das Licht abzuschwächen, und einmal einfach zum Schutz vor den LEDs. Für die LEDs, meine ich. Ansonsten haben wir hier 330 weiße LEDs und 330 gelbe LEDs, wodurch ermöglicht wird, dass wir ein bikolares Lichtpanel haben. Wichtig ist, dass das LED-Panel mit einem sowie mit zwei MPF-Akkus funktioniert, anders als das GVM, das nur ausschließlich mit zwei MPF-Akkus funktioniert. So, jetzt haben wir hier einen Akku dran, einer der großen, und wenn ich jetzt auf 1 schalte, dann springt das LED an. Wie ihr seht, es ist sehr hell. Wir sind, glaube ich, gerade auch beim Maximum. Das ist das Maximum, das ist das auch höchstwahrscheinlich viel zu hell. Jetzt habe ich nochmal den Diffuser reingenommen, um das ein bisschen abzuschwächen. Wenn wir jetzt die gelben LEDs runterregeln, dann seht ihr, wie die immer weiter verschwinden und das Licht kälter wird. Wenn wir jetzt die weißen LEDs runterregeln, seht ihr, dass das Licht insgesamt dunkler wird. Jetzt können wir die gelben Lichter wieder hochregeln. Und ihr seht, es wird wieder heller, aber nur die gelben. Das heißt, wenn ihr einen bestimmten Wert zwischen 3200 und 5600 Kelvin einstellen wollt, müsst ihr das über die zwei Regler selbst konfigurieren. Ein wenig umständlich, beziehungsweise gewöhnungsbedürftig, aber auf jeden Fall machbar.
wissen wollt, wie hell das Licht im Gegensatz zum Godox SL60W oder zum GVM ist, dann schaut in die Beschreibung. Da habe ich einen Vergleich zwischen dem Newer, dem GVM, dem Godox und dem Dragcast, das dem Newer sehr baugleich ist, gemacht. Falls euch das interessiert, um zu gucken, welches Licht das richtige für euch ist, guckt da vorbei. Und jetzt kommen wir zu dem Barndos. Ich habe das LED-Panel jetzt mal auf ein relativ billiges Lichtstativ gestellt, das bei mir eigentlich als Reflektorhalter dient. Das LED-Panel ist ein wenig schwer, aber auch noch leicht genug, um auf billige 15 Euro Lichtstativen zu stehen. Das heißt, ihr braucht nicht viel Geld in ein Lichtstativ zu stecken, um dieses LED-Panel aufrecht stehen lassen zu können. Obwohl ich auf jeden Fall trotzdem empfehlen würde, in ein gutes Lichtstativ zu investieren, wenn nicht für dieses Licht, dann für ein neues, anderes Licht oder für alles mögliche andere. Denn stabile, massive, gute Lichtstative sind immer praktisch. Beispielsweise wird mein SL60W gerade auf meinem Valimax-Stativ gehalten. Das mit dieser riesigen 90 cm Softbox würde ich nicht auf diesem günstigen Lichtstativ aufstellen. Es würde direkt umkippen. Aber jetzt zurück zum Licht. Hier seht ihr die Barndos. Ich habe das jetzt noch ein bisschen nach hinten gerichtet, damit ihr etwas seht, wie das Licht etwa gerichtet wird. Das heißt, wenn wir die Barndos absolut aufmachen, dann strahlt mir das direkt ins Gesicht, viel zu hell. Und wir können die seitlichen Barndos nehmen, um das Licht auf jeden Fall ein wenig zu schärfen. Und die oberen und unteren benutzen, um beispielsweise zu verhindern, dass Licht oben oder nach unten scheint. Dadurch können wir, das zeige ich jetzt auch einmal, einen ganz interessanten Spalt erzeugen, der auf unser Motiv dann fällt. Wenn wir jetzt noch einen Farbfilter drüber legen, würde unser Motiv nur so einen Spalt als Farbe haben. Auch sehr praktisch zu benutzen. Barndos sind an sich eine sehr feine Sache. Die Verpackung. Die Verpackung ist sehr schlicht, sehr kompakt noch dazu und es hat eine, ich sag mal, provisorische Polstereinrichtung. Sie funktioniert, sie macht, was sie soll. Also das LED-Panel schützen, aber unbedingt gut würde ich sie nicht nennen oder ästhetisch. Ansonsten wird noch ein Powerkabel mitgeliefert, um das Ding halt über Strom zu bepowern statt über Akku. Vorteile, das Ding ist relativ günstig. Für 100 Euro kriegt ihr ein 40 Watt Licht, das relativ viel Power hat. Ich persönlich nicht direkt als Keylight benutzen würde. Dafür ist mir das Licht einfach viel zu schwach. Wenn man es noch durch einen Diffuser schießt, um das Licht noch mal ein bisschen weicher zu machen. Wenn ihr wissen wollt, was ich gerade meine, schaut in die Beschreibung in meinen Vergleich zwischen Godox und diesem Licht. Da seht ihr, dass das Licht zwar als Keylight benutzt werden kann, ihr den ISO aber dann ein wenig hochdrehen müsst, damit man noch etwas erkennt. Und es ist auf jeden Fall möglich, das als Keylight zu benutzen, so ist es nicht. Es ist meiner Meinung nach nur ein bisschen zu schwach, was es ein wenig eingeschränkt macht. Das heißt, es ist nicht so flexibel einsetzbar wie zum Beispiel das Godox SL60W mit seinem bisschen höheren Output. Gleichzeitig haben wir eine größere Fläche, wodurch das Licht allgemein weicher ist als beim Godox, wo es ja nur eine kleinere LED-Panel ist. Das war kein Viereck, wo es ein kleineres LED-Panel ist. Aber dafür kann man das Godox 60W eben modifizieren. Das kann man hier nicht. Man hat die Barndos. Man kann maximal noch Filter davor stecken und das war's. Aber als Fill-Light oder als Hair- oder Backlight ist das Licht wirklich gut geeignet. Das heißt, wir haben hier auf meiner rechten Seite gerade einen Reflektor stehen und den tausche ich jetzt mal aus mit diesem Licht, um es als mein Fill-Light zu benutzen für die andere Seite. Los geht's! Ich habe kein Display, deswegen kann ich nicht checken, ob ich jetzt ein bisschen zu hell bin. Ich hoffe, es geht mit der Belichtung. Jetzt fungiert das Licht als mein Fill-Light statt einem Reflektor, den ich zuvor benutzt habe. Ist auf jeden Fall viel flexibler einsetzbar als ein Reflektor. Naja, ein Reflektor kostet aber nur ein Fünftel davon. Das muss man halt im Hinterkopf bedenken. Welche Nachteile hat das Ding aber? Für mich hat es zwei entscheidende Nachteile, warum das Ding überhaupt wieder zurückgeht und ich es nicht behalte. Erstes Nachteil ist, es hat kein Display auf dem Hintergrund. Das heißt, ich kann die Akkuleistung bzw. die Akkukapazität meines NPF-Akkus nicht ablesen. Zwar gibt es Akkus, die die Batterieanzeigen anzeigen, aber solche habe ich eben nicht.
hole ich mir vielleicht demnächst. Und ich würde nur zu gern wissen, wie viel Leistung diese Batterie noch hat. Nicht, dass ich es aufstelle im Glauben, dass es noch paar 20, 30 Minuten hält und es nach 5 Minuten den Geist aufgibt, weil ich eben kein Display im Hintergrund habe. Ich würde einfach gerne ein Display im Hintergrund haben. Das GVM beispielsweise hat eins. K.O.-Kriterium Nummer 2, und das ist ein wirklich kritisches Kriterium, was ihr wirklich bedenken solltet, was ihr euch wirklich im Hinterkopf behalten solltet. Und zwar sind es die Bandos. Das heißt, ihr könnt es zwar wie ich gerade auf meiner Kopfhöhe etwa aufstellen, wenn das Licht direkt auf mich scheint, aber wenn ihr es aus einem 45 Grad Winkel runterscheinen lassen wollt, dann stören die Bandos beim Anwinkeln, weil sie gegen die untere Stange kommen. Ich blende auf jeden Fall was ein, wo man das sieht. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr hinderlich und eine wirklich große Einschränkung, weil das Licht ja eigentlich aus einem 45 Grad von oben kommt. Hier ist das einfach nicht möglich, weil die Bandos stören. Das solltet ihr im Hinterkopf behalten. Das GVM, das ich vorgestellt habe, wie gesagt, in der Beschreibung findet ihr das Video, hat dort eine sehr, sehr interessante und schöne Alternative entwickelt, wie man dieses Problem umgehen kann. Aber, es muss natürlich ein Aber haben, das GVM ist halt viel größer und auch teurer. Auch zu bedenken wäre, dass ihr keinen Durchlichtschirm anbringen könnt wie diesen hier, weil es keinen Anschluss dafür gibt am LED-Panel selbst, wie zum Beispiel beim Godox SS60W das der Fall ist. Fazit! Was ziehe ich also für ein Fazit aus diesem ganzen LED? Es ist ein schönes LED, wenn man es beispielsweise wie ich als Fill oder als Hair- und Backlight benutzen will, dann ist es ein Light, das man sehr, sehr flexibel einstellen kann, wenn man im Hinterkopf hat, dass man eben nicht einsehen kann, wann der Akku aufgibt und dass man es nicht nach unten richten kann, weil eben die Bandos das behindern. Außer ihr kauft euch einen extra Adapter, wo der zwischen eurem Lichtstativ und eurem LED-Panel steckt und der eben eine Neigfunktion hat. Dann könnt ihr das benutzen. Das ist eine Möglichkeit, die ihr machen könnt, aber ihr müsst eben bedenken, dass das wieder extra Kosten sind. Das war's für dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann hinterlasst ein Like und ein Abo und schreibt in die Kommentare, was für Produkte ich noch vorstellen soll und was euch interessieren würde. Ich bin auf jeden Fall für Feedback sehr dankbar und sehr froh. Ansonsten schaut auf meinem Kanal vorbei. Vielleicht findet ihr andere interessante Videos für euch und dann sehen wir uns das nächste Mal. Tschüss.